Moin Leute und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge in Minecraft Let's Plays. Und ja Leute, letzte Folge haben wir überraschenderweise eine Kuh gefunden, wo wir hier einfach mal Fläche freigemacht haben. Also ich weiß ja nicht Leute, ich werde dann natürlich das Ganze jetzt hier weitermachen, aber vielleicht finden wir noch eine Kuh, wenn wir hier weiter Holz abfarmen. Und ja Leute, total logisch und so, aber wer weiß das schon. Aber gut, Leute, ich würde sagen, erstmal gehen wir eine Runde schlafen und dann gucken wir mal, ob wir durchs Abholzen eine zweite Kuh bekommen. Wäre cool, weil dann hätten wir auf jeden Fall ein wichtiges Nutztier, um es mal so zu sagen. Aber erstmal Haya Haya machen. Und ja, Leute, mir ist warm. Mir ist warm. Falls ihr euch wundert, warum ich eventuell vielleicht ein bisschen mehr glänze als in anderen Videos. Nein, es ist nicht mein heiliger Schein. Nein, mir ist einfach nur warm. Aber gut, Leute, genau, Äxte haben wir. Gut, also wir haben jetzt da frei gemacht. Das ist okay, ne, das wird ja später dann so ein bisschen begradigt aufgefüllt. Ihr wisst, was ich meine. Ich würde sagen, machen wir einfach mal direkt weiter. So, die, ah, wie schön, das ist auch eine Hummel. Eine Hummel, eine Biene. Aber müssen erstmal freiholzen. Denn warum machen wir das Ganze jetzt hier natürlich, ne? Warum sage ich, okay, wir müssen praktisch den ganzen Wald hier oben wegmachen. Naja, Leute, es hat ja den Zweck, ne, wenn wir hier einfach mal alles frei haben. Da sieht man auch mal, wie groß das Ganze hier überhaupt ist. Ne? Also man durch die Bäume sieht man gar nicht eigentlich, ob das jetzt eine Riesenfläche ist oder ob das hier so nur so ein Miniberg ist. Okay, es ist ein Miniberg. Aber ne, dann kann man ja anfangen, ein bisschen zu planen. Okay, wo sollte jetzt wirklich was stehen? Ich meine, wir haben jetzt zwar unser Haus da provisorisch erstmal gebaut, damit wir nicht immer draußen schlafen müssen, ne? Aber da kann man wirklich mal anfangen, richtige Farmen zu bauen, ne? Also, ne, wo wir richtig gut viel an Essen anbauen können. Wir können dann eine Tierfarm aufbauen. Das braucht ja auch mega viel Platz, wenn man jetzt keine Käfighaltung machen möchte. Und ja, ne, das sind jetzt halt so die Ideen hinter der Sache hier. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie gut das jetzt funktionieren wird. Beziehungsweise wie groß unsere Insel später sein wird, das ist ja auch noch die Frage. So. Aber ich bin da ganz positiv eingestellt, dass das Ganze hier doch klappen wird, dass wir hier keine größeren Probleme haben. Uns fehlt zwar noch eine zweite Kuh, das ist tatsächlich eine Krisensitzung. Oder krisensitzungsmäßig, dass wir uns noch eine zweite Kuh beschaffen müssen. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden hier, wie es bisher gelaufen ist. So. Also wenn wir hier alles mal abgeholzt haben, haben wir echt viel Holz. Leider ist es das Holz, was ich so eher seltener baue. Ne? Also ich, keine Ahnung, für mich ist es zu hell. Ich mag es eher, wenn es ein bisschen Richtung Stein dunkel geht und so. Ihr wisst, was ich meine. Das ist eher so meine, ja, meine Art, kann man schon fast sagen. So, wie weit bauen wir denn hier eigentlich auch nach unten raus? Man darf sich auch die Fläche jetzt auch nicht zu groß machen, ne? Wenn das Ganze hier zu groß ist, dann wird man ja auch nicht fertig. Okay, andersrum. Ich habe viele Folgen, die ich machen kann. Aber es geht auch darum, dass es, ne, nicht unübersichtlich wird. So. Ich weiß halt nicht. Also hier ist auch noch eine gute gerade Fläche. Aber ich weiß halt auch nicht, ne? Also da unten auf jeden Fall nicht, ne? Also primär wird es wahrscheinlich eher dann nur hier drum gehen. Hm. Okay, ja, da das eh hier schon gut freigeräumt ist, würde ich sagen, lasse ich das erstmal so. Und fällt den hier noch weg, mache erstmal oben weiter. Weil das kann man sich ja erstmal überlegen, wenn es mal so weit kommt. So, ich mache mal auch nochmal hier weg. Das ist ja auch ein Weg. Und essen. So. Okay, das haben wir dann auch. Ja, die Setzlinge natürlich auch immer hier holen. Ne, soll ja nichts weggeschmissen werden. Nicht, dass es gleich despawnt. So, genau, mit euch kommen auch noch weg. So,
mache hier einfach mal weiter. Ich meine, theoretisch kann man auch schon in dieser Folge mal anfangen, eine Grundidee zu bauen oder die Grundfläche zu bauen für das, man kann schon fast sagen, Tierheim. Gehege, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Es ist auf jeden Fall eine Zuchtstation, ja. Deswegen, mal schauen. Ich meine, wir haben jetzt drei Tierarten aktuell, ne? Wir haben ja Schwein, Kuh und Schaf. Wobei Schafe wahrscheinlich am meisten Platz brauchen, weil die brauchen ja Wiese. Ohne Wiese kriegen die ja keine Wolle und das wäre ja auch irgendwie blöd, um es mal so zu sagen. Deswegen brauchen sie mehr Wiese, Schweine. Ja gut, ich versuche den ja schon irgendwie so das schön herzurichten, wenn es mal soweit ist. Ne? So ist es nicht. Ne? Also ich bin jetzt nicht für Käfighaltung hier in Minecraft. Aber ich zugeben muss, dass ich bei den Hühnern damals, also in meiner eigenen privaten kleinen Welt, ich nicht so, wie soll man es sagen, freundlich war. Also meine Hühner hatten sehr wenig Platz und waren sehr, sehr viele. Da ging es um die Eierproduktion. Okay, wenn wir jetzt überlegen, das ist ja unsere Fläche. Es geht jetzt hier rum. Das ist auch noch mit dabei, ne? Und dann haben wir die ganze Fläche hier auch noch. Ich würde aber sagen, hier hinter ist aber keine Fläche mehr. Boah, mir ist warm. Weil das hier so steil runter geht, ne? Da kann man ja gut abgrenzen hier, ne? Dass es dann hier zu Ende ist. Ja, genau. Das würde ich sagen, passt soweit. Und Leute, wie immer, sagt mir Bescheid, wenn ihr eine Kuh seht und ich das hier übersehe. Das ist sehr wichtig. Da ist ein Höhleneingang. Auch nicht schlecht. Aber aktuell sehe ich hier nichts rumkriechen. Doch, da ist ein Schaf. Okay. Ich korrigiere mich, da unten ist ein Schaf. Aber gut. Sei es drum. Wir haben die Fläche erstmal frei gemacht. Das dürfte uns auch erstmal reichen. Genau, hier Weizen ernten wir natürlich trotzdem mal. So, der Rest ist mir erstmal egal. So. Gut. Jetzt fangen wir natürlich an, vorne gleich das bisschen zu begradigen. Was meine ich jetzt mit begradigen? Naja, es baut sich leichter, deutlich leichter, wenn wir die Fläche nicht so wie jetzt hier gerade zum Beispiel, ne, über Hügel, Berge und ja, kann man schon, aber ich finde es ein bisschen anstrengend, dann zu bauen und ja, optimal ist was anderes, um es mal so zu sagen. So, dann fände ich auch mal kurz hier weg. Mehr, ne? Mehr mich hier alle an. Okay, jetzt kommst hier hin. So, ich brauche wieder ein bisschen was zu essen. Ohne mich jetzt hier bitte zu pieksen. Wäre ich sehr dankbar. Au! Au! Okay, die haben mich gepiekst. Waren heute nicht freundlich zu mir. Aber egal. So, jetzt müssen wir schauen. Wir haben hier 11-mal die Erde. Ja, ich brauche noch ein bisschen mehr Erde. Na, guck mal, hier ist schon nochmal ein knapper Stack gewesen. Wir haben auch nochmal Holz. Okay, das gefällt mir schon mal. Und das war's schon. Na, viel ist es nicht. So, aber egal. So. Genau, ich nehme es nochmal mit. So. Also, wir haben jetzt hier ein bisschen Erde. Bisschen Erde. Es ist nicht viel, aber guck mal, was wir damit machen. So, die Überlegung ist jetzt natürlich auch, auf welcher Höhe wir das jetzt hier bauen. Weil je höher wir bauen, desto mehr Erde verbrauchen wir. Da wir nicht so viel Erde haben, würde ich tatsächlich sagen, dass wir auf dieser Höhe bleiben. So, jetzt habe ich natürlich auch keinen Koppel mehr. Also nicht mehr Inventar. Weil würde ich mir den Schaufeln machen, da würde ich nicht anfangen, das dann zu abzutragen. Kann man schon fast sagen. Und durch das Abtragen kriegen wir natürlich auch gut an Erde dazu. So. Ja. Koppel haben wir echt nicht mehr viel, ne? Kann ich nicht anders sagen. Das geht uns bald aus. Das geht uns bald aus. Aber egal. Verdammt. So.
So, nachts wird's auch noch schon gleich. Freude, ich sag's euch. Dass es immer Nacht werden muss, ey. Kostet immer so viel Zeit. Aber egal. Genau, jetzt nehmen wir den hier. Machen wir uns ein Crafting Table. Ja, mu, mu, mu. Ich mute dich auch an. Und dann machen wir uns mal ein paar Schaufeln. Und fangen ab, dann hier mal abzutragen. Dann machen wir die Tierstation mal auf dieser Höhe. Das macht es das später auch leichter, dann an den Seiten das ein bisschen aufzustocken. Auf dieser Höhe. Und wenn natürlich, Leute, wenn ihr auch noch irgendwelche kreativen Ideen habt, ne, was das Bauen hier erleichtert oder besser macht oder wie auch immer, ne, dann scheut euch natürlich nicht, einfach in die Kommentare zu schreiben, ey, yo, mach doch mal an deiner Tierfarm XYZ. Ne, ihr wisst Bescheid. So, aber ich muss jetzt tatsächlich jetzt gleich schlafen gehen, sonst kriege ich unangenehmen Besuch von gewissen Monstern. Und beim Bauen ist das immer sehr hinderlich. Deswegen besser nicht, ne? So. Okay. So, ausgeschlafen, abgewischt, soweit, so gut. Alright, dann gucken wir jetzt weiter. Okay, ja, komm, ich trage jetzt mal bis hier erstmal ab. Ich meine, die Tierfarm wird jetzt auch nicht endlos groß, deswegen brauchen wir jetzt nicht alles hier abzutragen. Aber ich würde sagen, bis hier reicht es erstmal. Dann können wir auch schon anfangen zu sagen, okay, unsere Grundfläche soll. Oh, soll sie komplett. Ich weiß nicht, ich glaube, eine kleine Kurve sollte schon da drin bleiben. So. Genau, machen wir mal so. Genau, dann füllen wir das Ganze hier mal auf, dass es eben ist. Ja, das ist ein bisschen zu hoch. Aber so würde dann die Grundfläche von dieser Seite aus aussehen. Genau. So, dann ist das jetzt hier so eben. Das passt. Okay. So, das müssen wir gleich natürlich mit der anderen Seite auch machen. Aber ich glaube nicht, dass wir genug Erde haben. Ja, 33, ne, das reicht nicht. Wir müssen auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen mehr abtragen. Ich glaube nicht mal, dass wir das hier voll kriegen. Aber mal schauen. Ist auch erstmal hier nur, um, damit ihr jetzt auch zum Beispiel seht, was ich meine mit begradigen, dass wir hier eine schöne Fläche haben. Ja, okay. Uns fehlt Erde. Wir müssen mehr begradigen. Okay. Dann müssen wir mal mehr begradigen. Lässt sich ja da nicht ändern. Ein bisschen hügelig, das ist ja trotzdem auf dem Gelände hier, ne? Aber ich sag mal, wo Sachen draufstehen oder sowas, da kann man es schon relativ gerade machen. Dass man so Plattformen hat, so kann man vielleicht sich das vorstellen. So. Okay, haben wir jetzt alle Erde eingesammelt? Sehr schön. Wir haben es genau ans Deck gefarmt. Okay. Dann ist man hier. Gut, hier müssen wir natürlich auch überlegen. Okay. Wie weit gehen wir denn jetzt hier weg? Das Problem ist, hier ist auch extrem abschüssig, ne? Aber man kann hier anfangen. Ja, so, okay, sagen wir mal hier, das die Fläche zu erschließen. Ja, da ist die Höhle. Okay, ich würde sagen, bei der Höhle müssen wir auf jeden Fall hier den Cut machen.
So. Ja, ich würde sagen, lassen wir erstmal so. Jetzt natürlich wieder Erde. Ja. Ne, aber im Endeffekt, ne, das ist ja schon eine relativ große. Okay, was heißt groß? Also es ist ja nicht quadratisch, also man muss ja schon kreativ werden, später mal bauen, ne? So ist nicht. Aber so wird die Fläche aussehen. Ne? Ihr könnt euch das so vorstellen, hier wird natürlich so eine Art Mauer sein. Ne? Was für eine Art Mauer, muss ich mir auch natürlich auch noch überlegen. Ne? Ist ja klar. Aber dann wird halt innerhalb dieser Mauer dann das Tiergehege sein. Ich brauche nicht so viel Erde. Genau. So. Ja, okay. Dann, also ich sag mal so, ne, die Mauer, wie auch immer die später aussehen wird, wird keine richtige Festungsmauer. Das wollte ich jetzt, glaube ich, hier eher weniger machen. Ich hatte dann sowas überlegt, was ich damals sehr schön fand. Ich weiß noch nicht mit welchem Holz. Aber dass man so gesehen hier das abbaut, hier so ein Holz hinbaut und dann hier drauf dann so 2 bis 3 Blätter. Ne? Dass man so Naturschutz hat, wie auch immer, ne, es nennen möchtet. Und das sieht eigentlich ziemlich schön aus. Und ne, ist ja auch eine Mauer und macht halt auch sein Ding. Aber gut, Leute, das erstmal hier zur Planung zum Tiergehege. Das Gelände ist jetzt offiziell freigeschaufelt. Ja, ne, wie du dich später hier einleben wirst, das werden wir dann wohl erst in den nächsten Folgen erfahren, wenn es mal soweit ist. Ja, ne? Ja, ne? Ja. Ruf mal deinen Artgenossen hierher. Wir brauchen noch einen. Aber gut, Leute, ne, da ich schon wieder auf die Zeit geschaut habe und die Zeit einfach immer wieder schnell weggeht, warum auch immer, würde ich sagen, beende ich diese Folge an dieser Stelle mal und wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Wenn euch dieses Let's Play gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Aber ich würde sagen, ich bin raus, euer Wombat. Ciao.